So, da wären wir wieder. Es ist viel passiert. Also nicht im Spiel. Im Spiel wartet immer noch die erste Menschenkarawane darauf, hier reinzukommen. Aber in den Kommentaren. Also ich habe jede Menge Ideen bekommen, wie ich die Fallen hier noch weiter aus- und umbauen könnte. Das mache ich jedoch erst, wenn die ersten Goblins hier durchgelaufen sind. Denn ich will gucken, wie genau sie sich verhalten. Also wenn der erste Goblin da reintappt und im Käfig steckt, was denn seine Goblin-Kameraden machen. Ob die einfach hinterher tapseln oder ob die irgendwann merken, hey, da ist doch irgendwas faul. Also das müssen wir erstmal gucken. Ich habe noch die ganzen neuen Zwerge, die gekommen sind. Denen habe ich alle die Jobs weggenommen, die sie hatten. Dass sie jetzt wirklich nur noch Sachen hin und her schleppen und die rudimentären Dinge machen. Also Verwundete verarzten und so weiter. Denen habe ich auch allen den Howler-Titel gegeben, aber noch keinen Namen. Denn so viele Namen habe ich nicht mehr auf der Liste. So, aber jetzt lassen wir die Karawane erstmal reinkommen. Haben wir überhaupt schon Gerogon dahin geschickt? Nee, wir haben noch gar nichts gemacht. Also erstmal er, damit Gerogon zum Depot geht, dann Noble Screen und den Bookkeeper runtersetzen. Der ist noch runtergesetzt vom letzten Mal. Das passt ja, aber wir sollten Sachen zum Tauschen hinbringen. Mit G. Was haben wir noch? Wir haben noch drei Kisten mit Spielsachen. Das muss langsam mehr werden. Also eventuell sollten wir dann die zwei Craft Dwarfs Workshops hier noch ausbauen, also dass wir in eine Etage tiefer noch zwei davon bauen. Ah, müssen wir gucken. Wir haben jetzt hier noch die ganzen Stoffe bekommen von den Elfen. Das heißt, wir könnten hier unten schon mal die Stoff-Kinkerlitzchen-Produktion anschmeißen. Also mit A, Cloth und dann Cloth Image. Das ist halt auch so ein Aufstieg-Dingens. Womit man Sachen verschönern kann, also primär Leder- und Stoffkleidung kann man damit verschönern, also im Wert steigern lassen. Aber ich benutze es meistens einfach nur, um es zu verkaufen. Also ich kaufe den Stoff günstig an, verarbeite das zu diesen Images und die verkaufe ich dann wieder zurück. Leder haben wir, glaube ich, nichts über. Aber wenn wir nichts über haben, warum sind da drei Kisten? Gucke ich nochmal ganz kurz in unseren Stockpile. Rawhides. Ne, da, Tentheids. Oh, hier könnt ihr auch was ganz Interessantes sehen. Wir haben hier einmal die Zahl 8. Das sind die Leder, die wir haben. Und die rote Zahl hier mit 50 sind die Leder, die auf der gesamten Karte sind. Das heißt, daraus können wir jetzt berechnen, dass in der Karawane 42 Leder sind. Aber die sind alle verboten, weil sie ja nicht uns gehören. Aber ja. So, Escape, Escape. Nicht nochmal Escape. So, jetzt können wir die Zeit weiterlaufen lassen. Aber das ist doch schon mal schön. Das heißt, die 42 Leder können wir uns auf jeden Fall krallen, wenn wir genug Sachen zum Tauschen haben, damit dann auch unser Lederer auch diese Leder-Images machen kann, um in den Skill hochzukommen. Und die arme Karawane muss jetzt zickzack laufen. Ja, das dauert ein bisschen. Aber lieber so als gar nicht. Zwerge sind nicht alle ausgelastet. Das wundert mich doch. Denn eigentlich müssten alle Zwerge jetzt am Haulern sein. Denn der ganze Müll von da muss jetzt ja oben zu unserem neuen Müllhaufen. Zu dem hier, wo bisher erst ein Stück drin ist. Naja. Also ja, wir haben noch recht viel zu tun. Ich bräuchte auch noch zwei, mindestens zwei Türen, um oben die Müllhalde abzusichern. Dann wollten wir oben bei der Müllhalde auch noch Wände bauen. Und ja, ist alles ein wenig viel auf einmal gerade. Aber das Wichtigste zuerst. Das Wichtigste sind die Ressourcen. Also den Handel treiben. So, Gerugon ist, glaube ich, auch schon da. Das müsste dieser komische türkisfarbene Zwerg da sein. Können wir schon Handel treiben? Ja, super. Und die haben auch Metall dabei. Aber nur Zinn und Silber und nicht wirklich gutes Zeug, um daraus Waffen herzustellen. Das ist schade. Na gut, tun wir erstmal unsere Sachen auf den Tisch. Ja, da müssen wir schon was zusammenkommen. So, die beiden weißen Sachen wieder nicht. Weiß bedeutet übrigens auch, dass wir das zwar vertauschen können, aber wir kriegen es nicht als Export angerechnet. Über Export-Import habe ich noch gar nicht geredet. Es gibt auf der Übersicht mit Z so eine Tabelle mit Import und Export, je nachdem wie viel man halt gekauft hat oder verkauft hat. Und je höher diese Werte werden, desto berühmter wird auch unser Fort. Also wir kriegen dann mehr Karawanen, wir kriegen eher größere Migrantenwellen, wir kriegen eher mehr Nobles, also mehr Nobelleute. Und wir kriegen auch eher Belagerungen, weil die Goblins dann halt Wind bekommen, hey, da ist hier richtig viel Gold.
Da müssen wir nochmal angreifen. Also damit sollte man vorsichtig sein. So, was hat er noch? Er hat Glas. Glas wollen wir auch nicht. Irgendwelche Wollsachen wollen wir auch nicht. Ein Bronze-Piccolo. Das könnten wir einschmelzen. Bin ich auch versucht. Also ich nehme mal die Bronze-Trompete, den Bronze-Piccolo. Sonst haben die nicht wirklich viel. Noch ein paar Tiere. Die günstigen kaufe ich auf jeden Fall auf. Käfig auch aus Zink. Leeres Fass. Kann alles mit. Koala-Blut in einem Fass. Wollen wir auch nicht unbedingt. Alkohol ist immer gut. Clownfischblut. Wie viele Clownsfische müssen die getötet haben, damit da so viel Blut rausgekommen ist? Aber naja. Es gibt ja teilweise auch Fässer voll irgendwelchen Augen von Tieren. Das muss ja auch Jahre gedauert haben, die zusammenzubekommen. Aber da ist das Spiel nicht so logisch aufgebaut. Ah, jetzt kommen wir an die Waffen ran. Was haben wir da? Eine Kupfer-Battle-Axe. Das wäre doch schick. Kupfer ist zwar nicht unbedingt das beste Material, aber es ist wesentlich besser als Holz. Das heißt, wir nehmen die Kupfer-Battle-Axe auf jeden Fall schon mal. Dann haben wir noch ganz viele andere Waffen, aber die fallen nicht in unsere Kategorie. Also ich will ja primär Äxte haben und einen Hammer für eine gewisse Person. Aber ich sehe ja primär Schwerter. Es sind ja auch Menschen. So Menschen sind halt diese Standard-Langschwertbenutzer. Ein Bronzespeer wäre auch schick. Theoretisch, wenn wir richtig viel Material über hätten, könnten wir das hier alles aufkaufen und einschmelzen. Den Bronze-Warhammer, den nehme ich doch mal mit. Das passt doch super zu dem Unaussprechlichen. Kupfer-Skimitar. Ein Eisen-Warhammer. Na, Bronze ist besser als Eisen. Was haben wir noch? Copperpick. Oh, hier ist auch noch eine interessante Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen. Rüstungen können verschiedene Größen haben. Also sie können groß sein, normal oder small, also klein. Und es wird immer gerechnet vom Zwerg aus, also was es für den Zwerg ist. Wenn es normal ist, dann passt es halt einem Zwerg. Wenn es groß ist, passt es halt einem Zwerg nicht mehr. Dann passt es halt einem Menschen. Wenn man jetzt Menschen spielen würde, dann wäre das Large halt normal und das Normal wäre small und small wäre very small. Kann man auch alles modden. Man kann auch Menschen spielen, wenn man will. Haben wir aber nicht. Also können wir das hier alles ignorieren. Oh, aber Bronzeschilder. Oh, das ist schön. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Und die beiden sind mir zu teuer, weil die gute Qualität haben. Wobei die gute Qualität jetzt nicht heißt, dass sie bessere Stats haben. Bessere Stats haben sie erst, wenn es meisterlich Gefertigte sind. Soweit ich das dem Wiki und meinen Erfahrungen entnehmen konnte. Dann noch ein Bronze-Cap, aber die sind alle in Large. Das ist alles viel zu groß. Ein Eisenschild für 1000. Nee, komm. Alles zu groß. Oh, wir sollten noch unbedingt auf die Samen achten. Also vielleicht haben die ja Sweetpot-Samen dabei, obwohl ich das bei den Menschen nicht so wirklich glaube. Das kommt hier eher bei den Zwergen mit. Hide Root. Ja, die haben alle Sachen dabei, die auf der Oberfläche wachsen. Hier haben wir noch eine Kiste voll Stoff, den können wir mal eintauschen. Eine Kiste voll Leder, die nehmen wir auch. Vor allem Leder ist richtig günstig. Die ganze Kiste kostet nur 65 Zwergendollar. Und da ist die Kiste mit drin. Allein für die Kiste würde ich schon 65 Zwergendollar bezahlen. So, haben wir noch Stoff, das ist okay. Können wir im Notfall auch noch mitnehmen. Noch mehr Stoff. Die Kiste mit Leder kommt auch noch mit. Die Kiste mit Leder kommt auch noch mit. Da haben wir sogar Elefanten- und Orca-Leder. Wie kommen die Menschen denn an Orca-Leder? Na gut, wie gesagt, Logik ist immer so eine Sache. Aber es sind ganz lustige Ideen dann dabei. Und da scheinen definitiv mehr als 52 Stück Leder zu sein. Vielleicht war der zweite Wagen noch nicht ganz auf der Karte. So, noch mehr Stoff. Momentan haben wir 1900 auf unserer Seite und 1900 Profit. Das wäre also recht gut für den anderen Händler. Und was recht gut für den anderen Händler ist, ist meistens auch gut für uns, dass sie dann nämlich mit mehr Sachen wiederkommen. Und die verkaufen Silberbolzen. 25 Stück, 500 Zwergendollar. Oh, ich glaube, mit den neuesten Patches wurden ja auch diese ganzen Untoten und Vampire und was weiß ich und Nachtkreaturen eingeführt. Da könnten Silberbolzen gar nicht mal so schlecht sein. Na gut. Ein Amboss nehmen wir auch nochmal mit, damit wir eine zweite Schmiede machen können.
Und sonst kaufen wir das ganze Essen auf. Denn meine Vorräte sind nicht so voll, wie ich sie gerne hätte. Das heißt, jetzt riskieren wir zwar, dass ein Zwerg irgendeinen abstrusen Geschmack bekommt. Also auf Mangusenfleisch zum Beispiel. Aber das ist dann halt so. Wir können ja einfach immer weiter von allen Karawanen alles aufkaufen und dann passt das wohl hoffentlich irgendwie. Und ich behalte dann eh ein Auge drauf, ob sich diese Geschmäcker entwickeln. Weil das ist ja nur eine Theorie von mir. Ich habe es irgendwo mal gelesen, aber ich habe davon nie wirklich eine Bestätigung bekommen. So, boah, haben die viel dabei. Ja, ich muss aber langsam aufhören, sonst meckert der Händler. Gucken wir mal ganz kurz zu Ende. Er hat noch jede Menge Kräuter dabei. Strawberries, Prickleberries. Ein bisschen Garn. Verarbeitetes Leder, Käse. Nö, das passt dann schon so. Ein bronzenes Schnitzmesser, das können wir noch mitnehmen und einschmelzen. Noch eins davon. Ja, wir sind schon jetzt bei 1000 Profit nur noch. Das könnte der uns übel nehmen. Da müssen wir, glaube ich, irgendwas rausnehmen. Guck ich mal ganz kurz durch. Was ist denn teuer gewesen? So viele richtig teure Sachen hatten wir gar nicht. Ah, doch, die Battle Axe. Aber die brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir einigermaßen aktiv kämpfen wollen. Den haben wir genauso. Die Schilder auch. Nee, die können wir nicht rausnehmen. Na gut, probieren wir es einfach mal. Ich drücke mal T. Nee, das will er nicht. Das heißt, wir können jetzt nur noch 2-3 Mal drücken. Dann zieht er beleidigt ab. Die Stoffsachen können hier bleiben. Das ist egal. Und eine Kiste mit Leder kann auch hier bleiben. Und dann noch ein bisschen was von dem Essen. Aber ja, danach werden unsere Craft Dwarfs, also die Lederer, die Stoffzwerge und die Steinzwerge, die werden alle jetzt angepeitscht, ganz viel zu produzieren. Dass wir bei der nächsten Karawane dann genug Zeug haben. Denn die nächste Karawane kommt schon in 1-2 Monaten. Das sind nämlich wieder die Zwerge. Wir haben jetzt ja Sommer, da sind die Menschen gekommen und die Elfen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die Elfen im Frühling oder im Sommer waren. Naja, auf jeden Fall sind die Menschen jetzt im Sommer gekommen und im Herbst kommen immer die Zwerge. So, der Amboss kann auch noch weg. Probieren wir es jetzt mal. Ja, na also. Ist er gerade noch glücklich geworden, das ist okay so. Das heißt raus, mit R den Zwerg wegschicken, mit G alle Sachen wieder zurückschicken. So. Was bleibt jetzt noch? Die ganzen Zwerge bringen jetzt die Sachen alle dahin, wo sie hin sollen. Oh, wir haben ganz viel Holz. Was wollen wir mit dem Holz machen? Wir haben genug Käfige? Ja, wir haben genug Käfige. Wir haben nicht genug Fässer. Das müssen wir ändern. Ah, nicht Betten. CC. AV. AV, 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 AV. Da machen wir jetzt mal 2 mit voll. So, und hier unten produzieren wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trainingsäxte. Ne, 7 Trainingsäxte. Da müssten wir 10 Stück haben. Weil ich will ja noch ein paar mehr Zwerge dem Militär hinzufügen. So, das wäre das eine. Der Mason produziert dann bitte nochmal 2 Türen, auch wenn die hässlich aussehen. Machen wir 4 draus. Hier unten werden Mechanismen hergestellt, da auch. Hier sind Spielzeuge, Spielzeuge soweit gut. Hier werden jetzt die... Ach, ich habe den nicht auf endlos gestellt, ne? Ja, Soon Cloth Image wird hier produziert, auf endlos. Und hier unten werden die... Eigentlich wollte ich ja nur die Leather Images machen, um Geld zu machen. Denn ich habe es ganz gern, dass alle meine Zwerge dieselbe Lederart tragen. Aber ich denke mal, wir können da nicht wählerisch sein. Das heißt, ich fange jetzt da an, die Sachen zu produzieren, von denen ich auf jeden Fall weiß, dass unsere Zwerge die tragen können. Nämlich 6 Hoods, 6 Cloaks. Oh, was sagt mein Wiki? Ich hatte das gerade noch auf. Bisschen scrollen, scrollen, scrollen. Also 6 Hoods, die sind aus Leder. 6 Cloaks, die sind aus Leder. 3 Long Skirts. Kann man die aus Leder herstellen? Ja, das sind Skirts und keine Long Skirts.
Dann müssen wir Trouser nehmen. Also Trouser brauchen wir auch noch. Davon haben wir noch gar keine gemacht. Machen wir davon mal einen ganzen Dingens hier voll. Da sind die Ledercloaks und die Lederhoods noch. Dann brauchen wir auch noch Mittens. Das sind, also ich kenne nur diese Koch-Mittens. Also das sind diese Schuhe, die man sich anzieht, um sich nicht die Finger zu verbrennen, wenn man was aus dem Ofen holt. Das sind Mittens. Die zieht man also über Handschuhe an. Das heißt, die tragen später unsere Stahlplattenpanzer-Handschuhe und darüber diese Ledermittens. Sieht bestimmt auch recht ulkig aus. So, also davon wollen wir dann auch noch welche. So, dann hätte ich zwar eigentlich noch mehr für die Liste, aber wir haben keine Lederer-Workshops mehr. Es wird auch Zeit, dass ich noch einen neuen Noble einführe. Den Posten dafür haben wir schon, wir haben ihn nur nie besetzt. Das ist nämlich der Manager. Da können wir ja Aufträge verteilen, ohne die Workshops direkt anzusprechen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, zusammen mit allem anderen. Also ich muss mir, glaube ich, jetzt auch eine Liste langsam anfertigen mit To-Do-Sachen, damit ich keine Übersicht verliere. Aber gut, das ist halt Dwarf Fortress. Was bei mir noch dazu kommt, ist das Ganze dann mit den Kommentaren abzugleichen. Also die Ideen, die da einfließen und die Namen und so weiter. Das macht das Ganze dann noch eine Stufe komplizierter. Aber es ist eine schöne Herausforderung. Also mir macht das Projekt gerade richtig, richtig Spaß. Ich hoffe, euch auch. Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich.